Platziere die Hände in der richtigen Position. Was ist die richtige Position? Warte. 11.10 Uhr würde ich vielleicht behaupten. Andersrum. Oder so. Oh nein, der braucht ein Holzblasinstrument. Schraubenzieher, Lupe, wir haben eine Pipette und einen Pinsetter. So, Schraubenzieher, dann schraubt das Ding mal auf. Bücher. So. Ach du heilige Scheiße. Achso, okay. Das steht hier oben. Das steht dort. Das steht dort. Das steht hier. Das steht hier. Das steht dort. Das steht dort. Das hier. Das da. Ja, mir fehlt ein Buch. Ja, mir fehlt genau ein roter Bücherstapel. Ne, mir fehlt kein roter Bücherstapel. Was fehlt denn hier? Gut, machen wir es so. So, du kriegst eine Trompete. Ich kriege, was ist das? Ein Hebel. Wir haben eine Pinzette, wir haben eine Pipette, wir haben eine Lupe. Können wir mit der Pipette da den Klebstoff rausziehen? Nein, können wir nicht. Gucken wir mal, können wir es mit der Pinzette hier irgendwas machen? Nein. Puh. Ja, haben wir noch eine Lupe. Dann machen wir es halt so. Muss die Teile sehr vorsichtig aufheben, ne? Dann mach's doch. Wenn ich das so... So. Finde 5 Elemente, die in dem Bild vorhanden sind, doch in dem anderen fehlen. Da fehlt was. Da machen wir es halt so rum. Überall, was zu viel ist wahrscheinlich, ne? Ja. Also eins müsste noch sein, ne? Das sind dann 4 Elemente haben wir gefunden.
Wo ist denn das fünfte? Bin ich jetzt vollkommen blind? Linke rote Rose. Leerer Wälder, jawohl, so muss das. So, was haben wir denn hier? Was soll ich da jetzt reinmachen? Noch einfach nur öffnen, okay. Ach, hier ist noch ein, hier ist noch ein Achtsam. Alle Sammelobjekte gefunden, sehr schön. Was denn hier los? I need a special tool to pry open the eyelids. Das Chamäleon-Objekt liegt ja auch noch irgendwo rum. Da ist noch ein Manuskript. Der Minotaurus. Die Geschichte des Minotaurus begann, als der Orden der Wahnsinnigen auf dem Höchststand war. Genau wie Naga wurde auch der Minotaurus von dem Orden genutzt, um das Schloss zu beschützen. Nachdem Gurasa jenen im Schloss elendig hingerichtet hatte, bot er dem Minotaurus Gold und Macht und überzeugte ihn, sich seiner Armee anzuschließen. Genau wie die anderen auch. Es war dann, dass der Minotaurus seine Leidenschaft für schimmernde, wertvolle Objekte entdeckte. Er hatte einen Goldschmied, der ihm immer mehr neue Objekte für seine stetig wachsende Sammlung herstellte, bis er versteinert wurde. Was ist das? Eine Art König? Keinen blassen Schimmer. This statue of the king is missing two pieces. If you find one of them, the other one will reveal itself. Aber hier gibt's noch irgendwo ein Chamäleon-Objekt. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwo eine hinterhältige Verzierung. Aha, da haben wir sie doch. Hinterhältig versteckt. Oh, wir können hier immer noch was machen. Haben wir denn schon irgendwelche Edelsteine? Nö. Dem Kerl fehlt eine Hand. Und eine Krone, würde ich glaube mal behaupten. Richtig, ihm fehlt eine Krone und eine Hand. Haben wir da was? Ich glaube nicht. Hier eine Sonnenbrille. It's no use. I need a special tool to pry open the eyelids. Gut, gucken wir uns erstmal um. So, machen wir erstmal was anderes. Achso, wir haben ja jetzt hier einen Behälter, da können wir jetzt wahrscheinlich... Achso, einen Behälter mit Farbe füllen. Was können wir denn hier jetzt machen? Da kommen wir immer noch nicht ran. Samen für den Vogel. Ach doch, hier, Diamanten und Körner.
Karo. Mhm. Was für ein gefräßiges Tierchen. Ach hier, Teil einer Statue. Hier können wir den guten Kerl endlich mal was einsetzen. Ich muss das Wasser anstellen, um seine Steine herauszudrücken. Da fehlt mir immer noch was. So, die schwebenden Inseln. Hier im Eis können wir wieder was machen. You need my bellows? Hm. Well, you can have them, considering the importance of the matter. But how will I light the fire in my furnace? All right, I'll give you the bellows, but get a good piece of leather and new dark goggles for me. My old goggles are scratched and cracked. This snow will make me blind without them. Here's a tool that will come in handy. Eine Metallsäge. Na gut, wir haben schon eine Sonnenbrille. So. Das heißt, wir brauchen so ein geschnörkeltes irgendwas, okay. Das ging schnell. Würfelkachel und ein Schlüssel. So, dann setze ich mal den vorletzten Kachel ein, die vorletzte Kachel ein. In der Taverne können wir irgendwas machen. Gepresst haben wir. Ah, Parfüm, okay. Starken Rotwein brauche ich jetzt noch. Genau, es ist das abgeschlossen. Untergrund. Hier fehlt uns immer noch ein Hebel. Ah, eigentlich mal ein Korkenzieher. Und eine Lederrolle. Eine leere Flasche. Eine Notiz. Jetzt können wir endlich mal in die Taverne wieder gehen und jetzt können wir uns tatsächlich mal die Flasche hier runterstellen und uns endlich mal Schnappes abfüllen. Weinflasche. Stimmt, wir bleiben ja gleich hier. Schwarze Ölfarbe, 3 Einheiten. Gott sei Dank gibt es mir hier so eine Hilfestellung. So, starker Rotwein, 4 Einheiten. So, und hier brauchen wir genau 2 Einheiten vom Lösungsmittel. So, das nehmen wir alles mit.
Das kippen wir jetzt einfach zusammen. Farbkartusche. Gehen wir wieder zurück. Wir haben jetzt noch die Lederrolle. Here, this key opens the lock on the bellows. Sehr gut. Blasebalg. So. Damit hätten wir auch die Farbkartusche, schwebende Insel, da drüben. Aha. Ach du Scheiße. Das Gebimse, das Gebimse, das Gebimse und das Gebimse. Mist. Ich glaube, das ist leicht gedruckt, oder? Das wird es vollständig. Jetzt frage ich mich, was es für eine Bedeutung hat. Oder das ist gleich. Hm. Ausprobieren. Ja. Pauspapier. Ja, setzen wir mal den Blasebalg. Not a very silvery sound. Not a very silvery sound. Da scheint irgendwas drin zu sein im Scheißhorn. So, der hat jetzt seine Diamanten. Dann gehen wir runter wieder ins Labyrinth. Ah, hier oben die Farbkartusche rein. So, ein Schlüssel. Kann man den direkt einsetzen? Oh nein. That's what I needed the ink for. Dann pausen wir das Ganze einfach ab. Dunkles Land, da war glaube ich was direkt gleich am Anfang. Look, the petals in the pattern indicate certain numbers. What if this is a code? Okay, was haben wir da? 24, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Und wo brauchen wir das jetzt? Look, the petals in the pattern indicate certain numbers. What if this is a code?
Ach Mann, oh, braucht man einmal was zu schreiben. Oh Gott. Jo. Wozu hat man denn Post-its? Was haben wir noch? Eine 24. Jetzt bräuchte man noch einen Stift, der schreibt. Geht doch so 24, 3, 6, 9, 12, 15, 8, 18, 21. Schauen wir mal.